Das ist wenigstens Geld, wenn wir in den elektrischen Studenten investieren. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Needs? Sind die sehr genervt? Naja, Family ist nicht so gut. Schlafen können sie ja gleich gehen. Ja, es könnte besser sein. Das könnte sie bestimmt auch daran, dass sie einfach sehr gestresst sind wegen dem Shakedown. Aber der Shakedown war ja wirklich notwendig. So, Essen hatten. Haben die keinen Hunger? Ein paar haben Hunger eigentlich. So ist Freizeit. Wieso gehen die in der Freizeit eigentlich nicht arbeiten? Manche machen das so gerne. Einfach mal ein bisschen noch Geld für mich verdienen hier, da hätte ich kein Problem mit. Für unser Gefängnis. So ein Telefonieren jetzt, ich glaube, ich setze mal noch ein, zwei Telefone hier hin. Telefon, Telefon. Hier. Ja, machen wir zwei. So, wo ist unser Hund? Läuft hier bestimmt wieder irgendwo rum, da ist er. Man müsste noch die Uhrzeiten einstellen können von den Patrouillen wegen. Das wäre cool. Das geht ja leider noch nicht. Weil da könnte man besser planen. Weil zum Beispiel braucht man hier ja keine Patrouille, wenn es Nacht ist. Also in der Nacht könnte man ja einfach eine Patrouille dann, die hier ist, dann hier hinschicken. Das wäre cool, wenn man das noch irgendwie separat einstellen könnte. So, das mit dem Solitary läuft eigentlich auch ganz gut. Guck mal, hier hat der Leute zwei gelassen. Der Derek. Das ist der Derek. Der hat zwar ganz viele Needs. Aber das kann er dann alles in der Freiheit machen. Wahrscheinlich macht er dann gleich wieder Scheiße, weil er aufs Klo muss und kein Klo findet. Und nicht in der Lage ist, an den Straßenrand zu gehen. So, der wird jetzt freigelassen hier. Release steht da. Woo! $15.450, das hat sich immer richtig gelohnt. Aber wie gesagt, ich würde das jetzt separat hier machen. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe es. Also, wir machen das Ding mal weg hier. So. Und ziehen jetzt hier eine Mauer durch. Kann halt sein, dass es nicht geht, weil das mit in dem Raum drin ist, aber ich könnte ja unten dann einfach noch einen Gang hinmachen oder so. Muss ich mal schauen, und wie kriege ich das schon hin? Ich hoffe es. Zumindest. Ah, nee, halt, hier muss ich eine Lücke lassen. So. Objects. Machen wir auch Shade Door. Deployment, mal sehen. Es zählt immer noch als 1. Damit die Mauer steht, müsste sich das eigentlich wieder ändern. Was ist denn jetzt passiert? Oh mein Gott, jetzt zählt das gar nicht mehr als Job. Was ist denn jetzt passiert? Großer Mist. Ja, wartet mal. Räume. So. Deployment. Jetzt sitzt wieder 16. Sehr gut. Und jetzt machen wir hier auch einfach nochmal einen Workshop hin. Und ich hoffe, dass wir dann lieber 2x 16 haben. Das ist mir lieber als einmal 20, logischerweise. Deployment. Jobs. Yay. Nice, 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 nice. Fahr drin. So, jetzt müssen wir noch Strom und so machen. Ja, ziehen wir das gleich mal so durch, weil hier haue ich ja wieder überall die Geräte hin. Das Ding ist jetzt genauso breit, oder? Hier haben wir 9. Auch 9. Das ist wie so ein ausführbarer Messseil, so vom Sound her. So. Ja, das sind 9. Nee, das sind 8. Ja. So gut. Dann hauen wir erstmal hier schon ein bisschen was hin. Ein bisschen Geld haben wir jetzt ja. Und dann können wir jetzt richtig Kohle machen, wenn denn alles rund läuft. So. Ziehen wir das einfach mal hier durch. Und jetzt, Objects, Säge. So, hier kommt dann Presse hin, hier wieder Säge. Nochmal hier auch. Hier Presse. Hier auch nochmal Presse. Und jetzt hier noch Tische hin. Ja, ist genauso groß da oben. Haut hin. Wir werden ja sehen dann, ob alle besetzt sind. Vielleicht hätten wir hier drüben gar nicht so viel bauen müssen. Scheiße. Wir haben ein Problem dann. Ich muss den Stromkreis wieder kappen. Und ich muss eine separate Powerstation bauen. Jetzt haben wir ein Problem. Hoffentlich kappen die das, bevor die Dinger jetzt hier ranbauen. Sehr gut.
Das Problem ist jetzt, es fehlt uns wahrscheinlich, jetzt fehlt es uns an Geld, dass wir dann noch das Stromkabel durchziehen können, bevor wir da den Raum nutzen können. Das ist ärgerlich. Also wir können eine Powerstation bauen, aber das Risiko will ich jetzt nicht eingehen, logischerweise, Leute. Das ist, denke ich, verständlich. Das müssen wir dann auf den nächsten Tag verschieben. Jetzt machen wir so viel wie geht hier erstmal. Und passt eigentlich erstmal jetzt hier. So, ne, da heißt jetzt erstmal chillen. Die Powerstation brauche ich also nicht mehr und die bauen wir am nächsten Tag. Also bei 250 soll er reichen leider nicht aus, um mich noch eine zweite Stromleitung ranzuziehen. Ich hoffe, dass es auch klappt, dass ich das separat mache. Aber das Ding hier, wie gesagt, das ist, wenn da jetzt noch die Dinger rankommen, dann ist das überladen. Und wir kriegen hier, glaube ich, keine Kondensatoren mehr dran. Wir können es probieren über die Ecken, aber ich will das jetzt nicht ausprobieren. Ich will jetzt nicht das Risiko eingehen. Aber wahrscheinlich würden am Ende nicht mal mehr die Ecken ausreichen, weil das ist wirklich harter Tobak, der da nochmal hier dazu kommt an Stromverbrauch. Dann lieber ein zweites Ding hin, das alles verbinden, diesen kompletten Raum plus elektrischer Stuhl. Und das, denke ich, ist wohl die bessere Idee. Das ist auf jeden Fall dann die bessere Idee. Vor allem, die haben hier einen anderen Flur gemacht, guck mal, als hier. Anderer Boden. Können wir eigentlich auch mal noch machen hier. Objekte. Nee, das bei Wegen dabei, Material. Ach krass, können wir mal noch machen. Ah, da brauchen wir dann so einen Gärtner. Oh, wir haben. Guck mal, wie toll das krass ist. Was ist denn das für krass? Machen wir wenigstens ein Pavings Down. Aber Wiese würde ich dann auch nochmal machen im Hof. Und da brauchen wir wahrscheinlich dann einen Gärtner, damit das immer schön aussieht. So, Pavings Down, da sind sie schneller, ne? Work Speed Fast, Auto Only. Ja, das macht Sinn. Ja, lass mal erstmal so. Lohnt sich jetzt nicht so sehr, aber egal. Gibt es hier irgendwas mit Work Speed Schnell? Das hier. Was ist das hier? Ich weiß gar nicht, was das für ein Boden ist. Wir können das ja mal ausprobieren, ob die dann schneller laufen. Gibt es hier irgendwie so eine Art... Gut wäre ja so eine Pinzette, wo man gucken könnte, was das hier ist. Weil ich weiß nicht, was das hier ist. Das kam ein bisschen problematisch. Ja, ich baue es mal hin und wir gucken, ob sie dann schneller laufen. Was gibt's denn hier noch? Das ist normal. Ja, wahrscheinlich ist das so ein Concrete Floor oder so, schätze ich mal. Das sieht auch nicht schön aus. Das hat mir davor besser gefallen. Laufen die jetzt schneller? Ah, die laufen schneller, oder? Nee. Nee, die laufen da genauso schnell. Okay. Also können wir da ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ist ja gar nicht so schlecht. Was kostet das? Ja, ist ganz schön teuer. Ich lasse das mal so, wie es ist. Sollen wir hier noch die Dinger zu Ende machen? Dann ist das mal okay. Also scheint standardmäßig immer schon das schnellste Material drin zu sein. Ich weiß, im Fliesen können wir dann mal in die Dusche noch reinhauen. Ach komm, das mache ich jetzt mal schon. Sieht einfach schöner aus. Gibt's Stress? Nee, der Hund hat welche gefunden und hier gab's. Okay, mal sehen, ob das jetzt automatisch alles gelöst wird. Ich hoff's mal. Bin gerade zu voll, hier irgendwas zu navigieren. hier kann ich auch nichts machen. Und jetzt bring die mal bitte automatisch. Ah ja gut, den Doktor kann ich mal hier weiter, ist bewusstlos. Das tut mir dann doch ein bisschen leid. So, wir gucken mal, wie viele jetzt Gefangene kommen würden das nächste Mal. 12. Ach guck mal, 34, die können wir ja sogar aufnehmen. Die können wir ohne Probleme aufnehmen. Wurden wieder ein paar freigelassen. Deswegen. Und hier können wir dann auch nochmal. Weiß ich gar nicht, weil hier noch so ein ganzes Ding wird problematisch, weil dann werden die Duschen langsam knapp. Wahrscheinlich baue ich hier dann noch eine Dusche hin. Glaube ich. Dann werde ich hier noch einen Viererblock können wir noch hinbauen. Dann können wir 57 Leute aufnehmen. Wir können auch hier eine Dusche hinbauen und einen Common Room. Das ist ja auch eine Option. Muss ich mir mal noch überlegen. Ich überlege, ich hole mir noch einen Hund. Mag die Hunde. Also, bauen wir nochmal so ein Ding. So. Steph. Nochmal so ein Hundeführer. Hihi. Na, hat jemand was dabei? Oh, der ist gerade weggerannt, hä? Ist doch verdächtig. Krass, wenn man überlegt, wie viel wir hier immer schon finden und trotzdem, ey, wir müssen wahrscheinlich trotzdem irgendwann wieder Shakedown machen. Wirklich heftig.
Schon wieder nachmittags. Dumm, 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 dumm. Die Wiese will ich aber auch noch machen. Wir müssen ja nicht überall Wiese machen. Da braucht man noch so einen doofen Gärtner. Was kostet der? 500? Okay, ja, die Bürokratie ist halt sehr teuer. Gardener. Okay, da wird alles draußen sauber halten. Ach komm, wir machen das jetzt einfach mal. Wir werden ja sowieso ungefähr 10.000 Dollar machen. Da können wir uns die Powerstation plus Verbindung leisten. Kann sein, dass mit den Kondensatoren, dass es dann knapp wird, aber wir werden es ja sehen. Das ist ja wirklich nur für diesen Raum erstmal. Auch wenn der Raum natürlich... Uiuiui. Ja, weil die hier nicht durchkommen. Was machen die denn da überhaupt? Was machen die denn überhaupt? Ist einer gestorben? Einer ist gestorben. Alter, die machen mir alles kaputt. Hier, wie wär's denn, wenn ihr euch mal... Wo ist denn da jetzt einer gestorben? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Also, wo liegt denn hier einer? Hier? Oh nein, und wir haben vor allem nur... Da muss ich hier noch einen Mockroom bauen. Ah, das Dumme ist, dass sie das Ding kaputt, die Dinger kaputt gemacht haben. Das kostet 760 Dollar und das kostet 1000 Dollar. Ah, dammit. Das ist ärgerlich. So, Freizeit. Essen steht schon bereit, können wir noch alle essen. Also ein bisschen Essen steht bereit, die machen ja gerade noch ein bisschen was. Ist nochmal Arbeitszeit? Sieht denn aus vom Nietz her? Nicht so gut. Kommt denn das? Wir müssen zu viel arbeiten, würde ich denken, ha? Ich mache mal wieder ein bisschen mehr Freizeit rein. Ich mache mal hier noch eine Stunde Freizeit. Also ich meine, die müssen jetzt ja nicht mehr lange arbeiten. Noch eine Stunde und dann können sie hier machen, was sie wollen wieder. Ah, hier! Oh nein! Irgendein Arsch hat den Hund getötet! Und den Typen da. Och, das ist doch scheiße. Och, das ist doch scheiße. Und ich habe das nicht mal mitbekommen. Och. Naja, ich muss jetzt hier mal noch einen Morg draus machen. Das Ding können wir ja sowieso nicht verwenden. Das kostet der Scheiß nochmal 100 Dollar. Können wir uns nicht leisten. Oh, das ist ja jetzt ärgerlich. Oh. Welcher Arsch war das gewesen, Leute? Welcher Arsch war das gewesen? Ja, hier. Mann. So, jetzt erst erstmal. Das ist voll traurig irgendwie. Na, warten wir erstmal ein bisschen Ruhe, dann baue ich zwei Morg-Dinger und dann hoffe ich, dass ich noch für Strom sorgen kann, dass wir hier dann auch nochmal so 16 Leute reinbekommen, weil dann wird es richtig gut Geld geben. Da hole ich aber ganz viele neue Hunde. Hat er was dabei? Ja. Also es läuft schon eigentlich, die finden immer schon mal was, aber immer, nicht immer anscheinend. Wobei die ja bei Medizin und so ja eigentlich nicht piepsen dürften, oder? Weiß ich nicht. Und eigentlich sind das ja Metalldetektoren. Eine Bohrmaschine. Ich sollte dann auch einen Patrouillenhund hier so durch die Zellen schicken und so. Muss ich dann später nochmal machen. Dass der auch mal die Zellen durchsucht direkt und durchschnüffelt. So, ja, wir brauchen Morg Slab, schon klar. Ja, noch eine Stunde ungefähr. Habe ich so schöne Fliesen gemacht, sieht doch voll dreckig aus. Hier geht's noch. Und die müssen die Metalldetektoren mal reparieren. Ihr Mutter hat kein Geld dafür. Und das kostet ja fast 2000 Dollar, der Scheiß. Hoffentlich machen wir jetzt über 10. Könnt ihr wieder tippen? Tag 15 auf 16. Was tippt ihr? Ich tippe, weiß ich nicht, weil es gab auch Stress und so. Vielleicht 11.000, 10.000, 11.000 wieder. Gucken wir mal. Ja. 8.500 und dann nochmal 3.500, weil die auch da drüben was hingehauen haben. So, da brauchen wir hier mal drei solche Dinger rein. Brauchen die noch Strom? Ich glaube nicht. Damit die jetzt mal die Leichen hier wegbringen können. Und jetzt machen wir mal Powerstation. Wir haben sowieso gleich viel weniger Geld, weil die Dinger jetzt erstmal reparieren. Lassen wir das erstmal machen hier. So. Und jetzt, Utilities. Powerstation. Wir könnten das ja auch einfach hier rüberbauen, fällt mir gerade auf. Würde ich das? Ich hätte das eigentlich schon gerne auch außen. Das eigentlich, wir können es hier hinbauen einfach.
Ja, das ist ja kein Problem. Bauen wir es einfach hier hin. Ja, warum nicht? So, wir brauchen aber noch ein paar Kondensatoren. Also. So, jetzt Deployment. Jobs. Machen wir auch voll. So. Die werden wahrscheinlich eh nicht voll besetzt. Wir brauchen dann noch ein paar mehr Gefangene. Aber wir müssen die sowieso jetzt hier alles hinsetzen. Mal sehen, ob das Ding reicht jetzt hier. Guckt mal, wie das ausgelastet ist, nur wegen dem Ding hier. Aber das läuft jetzt separat ab, also das scheint zu klappen. Aber warum sollte es auch nicht klappen, wenn man das separat macht? Also, naja. So, gut. Ich überlege noch, ich müsste heute hier vielleicht auch noch ein paar Wachen hinhauen. Eine feste. Wie gesagt, wir müssen dann das mit den Kameras noch machen. Das würde zum Geld wahrscheinlich schon wieder ein bisschen knapp. Die Patrouille. Lass mal die mal noch. Was ist das jetzt? Ich kann das nicht unterscheiden, was ist. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ich hoffe, das ist jetzt eine Wache. So, ich hole mal noch einen neuen Hundi. Haben sie die jetzt endlich weggebracht? Ja, haben sie. Die haben sie jetzt hier reingetan. Da. Schon, glaube ich. So. Was ist hiermit? Die müssen hier auch noch so ein Ding hinsetzen. Machen sie hoffentlich noch. So, gut. Naja, und dann kommen ja nochmal 12. Dann haben wir 42, das wird zwar nicht reichen, um dass das hier voll ausgelastet ist, aber wir werden auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen mehr Geld machen. Könnt ihr schon mal sagen, was ich schätzen würde von Tag 16 auf 17? Ich rechne mit ungefähr 16.000 Dollar, wenn es nicht allzu viel Stress gibt. Wenn es nicht allzu viel Stress gibt. Ich hau mal hier noch ein paar Lampen hin, damit es dann im Dunkeln noch ein bisschen heller ist. So, passt eigentlich schon. Ich würde auch gerne noch ein paar Bäume hinmachen. Kleinen Wald. Wir müssen dann echt mal die Holding-Zelle bauen, damit hier diese Liste weggeht. Wieso werden hier welche entlassen? Steph? Ich weiß es nicht. Na gut, jetzt kommen erstmal die neuen hier. Achtung, 10 Minuten. Sind schon wieder, da wurde wahrscheinlich wieder welche entlassen, hoffe ich zumindest. Einer wird hier entlassen in 5 Stunden. So, jetzt kommt Besuch. 4 Gruppen, das ist auch okay, die kommen hier alle rein. Und hier sind die neuen Gefangenen. 41 sind wir jetzt. So, die können jetzt auch hier drüben arbeiten. Okay, eine Wache geht hier automatisch hin, das ist schon mal gut. Das ist schon mal super. So, das nächste kommt 23, ach Gottchen. Selbst wenn ich das jetzt hier in den Ausbau kriege, ich ihn nicht alle unter. Und jetzt ein neuen Trakt anfangen, das würde den Rahmen sprengen. Also, selbst wenn wir 16.000 machen, wäre mir das zu krass. 23, das heißt, wir brauchen. Gehen wir mal davon aus, dass nochmal 2 abhauen, bis einer erstmal weg ist, sind wir bei 40. Bräuchten wir noch 10 Zellen. Und 10 Zellen kriegen wir hier nicht hin. Das sind zu krasse Platzprobleme. Das heißt, es geht nicht anders, aber ich will nicht, dass das Gefängnis jetzt den Bach runtergeht. Und muss halt auch vernünftig bleiben. So, schließen wir mal. Wir werden es ja sehen, wenn wir plötzlich über 35 sind, dann können wir immer noch drüber nachdenken. Gucken wir erstmal, wie sieht's aus, wie viel wird jetzt hier gearbeitet? Ja, ein bisschen so 4-5 Slots oder so. Brauchen wir denn wirklich so viel in der Küche? Machen die überhaupt was? Müssen wir beobachten, vielleicht können wir in der Küche welche wegnehmen. Ob da wirklich überhaupt so viel notwendig ist. Jetzt wollen wir hier noch ein paar Workbench hin.